Der Kreuzknoten. Den Kreuzknoten verwenden wir Seefahrer, um zwei gleiche Enden von Leinen miteinander zu verbinden. Er funktioniert gut, wenn die beiden Enden aus gleichem Material und vor allem gleicher Dicke sind. Hierzu verbinden wir die beiden Enden zunächst mit einem gewöhnlichen Hausmannsknoten. Wir legen das linke Ende über das rechte Ende und legen nun das rechte Ende über das linke Ende und machen einen zweiten Hausmannsknoten. Festgezogen und schon ist der Kreuzknoten fertig. Achte darauf, dass sowohl die beiden kurzen Enden auf derselben Seite liegen und die Leinen immer parallel herauskommen. So kann der Knoten auch bei Zug an der langen Part gut halten. Was kann man falsch machen? Kommen die beiden Enden nicht parallel heraus, wie hier, dann ist der Knoten falsch und rollt sich bei Zug auch von selbst wieder auf. Auch falsch wäre, wenn die beiden kurzen Enden nicht auf derselben Seite herauskommen, wie hier gezeigt. Auch da rollt sich der Knoten von selbst wieder auf. Noch einmal langsam, der Kreuzknoten. Linkes Ende über rechtes Ende. Rechtes Ende über linkes Ende.